Rapid Cycling kommt im Rahmen von bipolaren Störungen vor. Das bedeutet, dass sich manische und depressive Phasen sehr schnell abwechseln können. Das können bis zu oder es können ab 4 Phasen im Jahr sein. Es kann aber tatsächlich auch innerhalb eines Tages schwanken und man kann sowohl Depression als auch Manie erleben.